Also ich verstehe zuerst mal den Unmut der Fans über die sportliche Entwicklung. Ich meine, das Wichtigste ist doch, wie unser Basketball in Bamberg sich im Wettbewerb behauptet. Und ich meine, dass ein großer Teil der Fans miterlebt haben, wie wir schon in der letzten Saison in unserer Leistung deutlich zurückgefallen sind. Wir haben dann am Ende zwar die Meisterschaft gewonnen, aber ich meine, doch eher unerwartet nach dem gesamten Verlauf der Saison. Und in diesem Jahr waren, glaube ich, die Ziele, die wir uns gesetzt haben und die Realität weiter auseinander als je zuvor. Also nicht ganz so rund ist ja schon etwas, muss ich sagen, schön geredet. Ja. Also ich kann mich in den letzten 10 Jahren nicht erinnern, dass ich Basketballspiele gesehen habe, wo unser Team so hilflos aufgetreten ist, wo man das Gefühl hat, es findet überhaupt kein Zusammenspiel mehr statt. Man muss ja mal sehen, wir haben den zweithöchsten Etat in der Liga. Wir haben ihn in den letzten 2 Jahren um 40% gesteigert. Und wir müssen uns anstrengen, dass wir gegen Aufsteiger zum Schluss noch mit ein paar Punkten gewinnen. Also unsere sportliche Leistung in dieser Saison, und zwar nicht ein einzelnes Spiel, sondern über die gesamte Saison hinweg, meine ich, war noch nie so schlecht im Vergleich zu dem Aufwand, den wir treiben. Und man darf auch eines nicht vergessen, die sportliche Führung vertritt ja nicht nur die Auswahl der Spieler zu Beginn der Saison. Wir haben 4 Nachverpflichtungen während der Saison mit auch relativ großem materiellen Aufwand nachverpflichtet. Und die haben ja auch nach kurzer Zeit nicht mehr performt. Also irgendwo muss man schon erkennen, dass ein Systemfehler inzwischen bei uns herrscht. Und das ist natürlich für alle enttäuschend, das verstehe ich gerne. Aber ich glaube schon, dass der größere Teil derer, die unseren Basketball beobachten, erkennen und nicht nur Verständnis haben, sondern erwarten, dass jetzt Entscheidungen in der sportlichen Führung stattfinden. Wobei interessant ist, dass überregional im Prinzip sich alle Medien einig sind, dass das notwendig ist, und die Diskussion fand eigentlich nur Bamberg intern statt. Gut, ich meine, wir betreiben Leistungssport auf höchstem Niveau. Das geht nicht ohne Druck. Ja? Und genau wie wir als Vertreter der Bamberger Basketball GmbH unter Druck stehen, wir haben wichtige überregionale Sponsoren gewonnen und zu uns geholt, in der Erwartung, in den 6-maligen Deutschen Meister zu investieren, und erleben jetzt eine solche Saison. Also ich kann Ihnen sagen, ich fühle mich persönlich auch sehr unter Druck mit den Erwartungen, mit denen wir nach draußen gegangen sind und geworben haben für Bamberg. Und die Frage, ob auch der Trainer zu freundlich mit der Mannschaft umgeht, ich will das mal ganz offen so ansprechen, oder nicht, die haben wir sicherlich auch öfters diskutiert. Aber er gehört zweifelsfrei sicherlich zu denen, die eher auf kameradschaftlicher Basis und mit positiver Verstärkung versuchen, ein Team zu führen. Ob das immer funktioniert, ist die große Frage. Es gibt Trainer, die sind da sehr konsequenter und auch sicherlich härter. Übrigens auch gerade die im Moment besonders erfolgreich sind in Deutschland, haben sehr konsequente Trainer. Also das ist immer ist wahrscheinlich eine Frage der Situation und der Persönlichkeit. Nur es bleibt uns ja nichts anderes übrig, als in der Summe festzustellen, dass es nicht mehr funktioniert. Und das, wie gesagt, nicht erst in dieser Saison. Aber ohne Druck lässt sich Leistungssport auf diesem Niveau einfach nicht durchführen. Wenn man Erfolg hat, ist er nicht da. Wenn man Misserfolg hat, kann man ihm nicht ausweichen. Sie haben ja vorhin die Frage gestellt, wie lange wir schon über einen möglichen Trainerwechsel nachdenken. Und ich kann Ihnen sagen, das ist schon sehr lange. Das ist schon seit Jahresanfang spätestens, dass wir uns mit der Frage befasst haben, ob der Aufsichtsrat noch Vertrauen hat, dass Chris Fleming der richtige Mann ist, um uns in die Zukunft zu führen. Ich kann immer nur betonen, kein Mensch von uns bestreitet, dass wir eine sehr erfolgreiche Zeit hinter uns haben. Aber es ist unsere Verantwortung als Aufsichtsrat, nicht nach hinten, sondern nach vorne zu blicken.
Und sowohl die Gegenwart war nur wirklich kein Grund, um optimistisch nach vorne zu schauen. Aber wir können nicht immer mit der Begründung, dass wir ja mal sehr erfolgreich waren, einfach die Augen zumachen vor der aktuellen Situation. Ich kann nur noch mal betonen, das ist eine ganz normale Entwicklung auch sehr erfolgreicher Sportorganisationen, dass dieser Erfolg irgendwann ausbleibt. Und dann wird auch gehandelt und es muss gehandelt werden. Und übrigens, der gleiche Trainer ist dann in einer anderen Konstellation durchaus wieder erfolgreich. Aber eine Aufbruchsstimmung, die ich mir jetzt unglaublich wünsche, weil ich sehe ja, mit welcher Miene die Spieler ans Feld gegangen sind, ja, schon total deprimiert und frustriert. Sowas muss sich total ändern und wir müssen wieder optimistisch nach vorne schauen. Was die Haltung unseres Sportgeschäftsführers Wolfgang Heider anbelangt, muss ich sagen, hat mich natürlich schon verwundert, dass er in der Öffentlichkeit eine andere Haltung eingenommen hat, als das mit uns im Aufsichtsrat vereinbart war. Er hat dann sein persönliches Schicksal mit dem des Trainers verbunden. Wir müssen das akzeptieren, diese Haltung. Und insofern ist die Entwicklung, die jetzt passiert ist, eigentlich konsequent. Ich sehe auch, dass Wolfgang Heider, ich meine zu Recht, einen Teil der Verantwortung als Sportdirektor für die sehr schlechte sportliche Leistung übernimmt. Ein Sportdirektor sollte schon auch die natürliche Distanz haben. Da muss persönliche Freundschaft, meine ich, hinter der sachlichen Thematik zurückstehen. Ich sage nochmal, wir alle schätzen Chris Flemming sehr. Daran scheitert es überhaupt nicht. Und ich hätte ihm einen ganz anderen Abschied gewünscht in Bamberg, als er jetzt passiert ist durch diese wirklich unangenehmen öffentlichen Debatten und Diskussionen. Aber ich räume auch ein, dass wir da eine gewisse Mitschuld, ich übrigens persönlich, trage, dass es überhaupt zu diesen Debatten gekommen ist. Wir wollten diese Entscheidung Anfang Juni treffen und wir waren uns aber auch einig, dass wenn wir im Viertelfinale scheitern, dann sofort die Entscheidung treffen werden, einen Wechsel vorzunehmen. Der Fehler, den ich ganz persönlich zu vertreten habe, ist der, dass wir nicht sofort am nächsten Tag in die Öffentlichkeit gegangen sind und gesagt haben, die Entscheidung ist gefallen. Ich wollte damit warten, bis wir den Nachfolger gefunden haben. Und was übrigens bis heute nicht der Fall ist. Wir haben natürlich mehrere Personen in Diskussion, aber wir haben keine finale Entscheidung und sind insofern heute genauso weit wie vor 11 Tagen. Aber wir hätten vor 11 Tagen sagen müssen, die Entscheidung ist gefallen und hätten uns eigentlich die ganzen Debatten erspart, die dann eingetreten sind. Das, wie gesagt, das ist auch üblich im Sport, dass häufig dann sofort bekannt gegeben wird, wer es nicht mehr macht, auch wenn keine neue Entscheidung getroffen ist. Im Fußball macht es dann häufig der zweite Trainer weiter mit dem Team. Bei uns wäre es gar nicht notwendig gewesen, weil die Saison sowieso zu Ende war. Also wir hätten wirklich nur bekannt geben müssen, hier ist ein Cut, wir werden jemand Neues suchen. So, und das haben wir nicht gemacht. Das war mein Fehler. Ich dachte, wir wollen die negative Nachricht mit der positiven verbinden und sagen, welcher gute Mann das weitermacht. Denn dass wir natürlich nur mit dem sehr guten die Arbeit fortsetzen wollen, ist ja klar. Also sowohl Trainer als auch Mannschaft müssen ja danach ausgerichtet werden, welche sportlichen Ziele wir haben. Wir spielen jetzt im kommenden Jahr nicht in der Euroleague, das ist sicher. Wildcard werden wir nicht bekommen. Wir spielen dann in dem Eurocup und da halte ich es für nicht so maßgeblich, dass wir, ob wir jetzt an Position 4 oder 8 sind. Wir sind nicht mehr wettbewerbsfähig in Deutschland. Das muss man einfach mal ganz nüchtern feststellen. Ja, wir spielen gegen Mannschaften, die ein Viertel unseres Etats haben und sind froh, wenn wir in den letzten paar Minuten mit wenigen Punkten voranziehen. Also unser Schwerpunkt, das haben wir uns auch ganz klar vorgenommen, liegt in der BKO BBL im nächsten Jahr wieder in Deutschland, um die Spitze zu spielen. Und danach werden wir sowohl Trainer als auch die Mannschaft ausrichten. Ja? Also wer jetzt europäische hochtrabende Pläne verfolgt, der hat die Realität nicht erkannt.
ich freue mich, dass ich nicht nur einen persönlichen Freund habe, sondern jemanden, der innerhalb unseres Aufsichtsrats ohne Frage mit Abstand die höchsten Sachkenntnisse hat. Über sowohl Spieltaktik als auch über Spieler und Trainer, deren Leistung zu beurteilen. Insofern sind wir sehr, sehr froh, dass er uns unterstützt in unseren Entscheidungen. Und er macht es mit einer unglaublichen Energie im Moment. Ich meine, was wir als ehrenamtliche Aufsichtsräte in den letzten Wochen und Monaten an Zeiteinsatz erbringen, ist ganz außerordentlich. Und vor dem Hintergrund frustriert mich natürlich schon das, was in der Öffentlichkeit zum Teil da über uns verbreitet wird. Also er hilft uns in starkem Maße. Es ist auch überhaupt keine, das will ich auch bei der Gelegenheit mal sagen, problematische Situation, dass er gleichzeitig in Bayreuth wieder um Rat gebeten wird. Alle wissen, die Bayreuther und wir, dass wir in Bamberg im Prinzip in einer anderen Liga spielen. Ja, wir haben fast den fünffachen Etat, wir haben ganz andere sportliche Ambitionen und insofern sehe ich nicht die geringste Interessenkollision, das muss ich auch mal sagen, ja, zwischen Herrn Steiner, bei Herrn Steiner, zwischen Bamberg und Bayreuth. Ja, wir packen andere, haben eine andere Brötchen. Dimension, sagt man so schön. Ja, und er weiß das, die Bayreuther wissen das, wir wissen das. Also wir lassen uns wirklich beim besten Willen hier nicht irgendeine Problematik aufdrücken von außen, die überhaupt nicht besteht. Also diese Diskussion hat mich schon etwas verwirrt und ich kann sie natürlich nicht nachvollziehen. Was mich besonders ärgert, ist ab und zu lesen, dass wir viel Geld investieren und daraus den Anspruch herleiten, Entscheidungen zu treffen, die falsch sind oder die unmenschlich sind und was auch alles damit verbunden ist. Also erstmal würde ich sagen, unseren materiellen Einsatz, den haben wir nie in den Vordergrund gestellt. Aber was ich schon mir wünsche, ist etwas mehr Respekt vor dem großen persönlichen Einsatz, den nicht nur ich, sondern auch meine anderen Kollegen im Aufsichtsrat leisten. Was uns verbindet, uns im Aufsichtsrat verbindet und eigentlich mit allen anderen Beteiligten, Sponsoren, Fans und sonst wie verbinden müsste, nämlich unser Interesse, das Allerbeste zu machen für diesen Basketball in Bamberg. Und dass man mit Entscheidungen und gerade mit Personalentscheidungen nie erleben wird, dass hundertprozentig alle damit zufrieden sind, ist ja völlig klar. Das ist eigentlich für mich gerade das Zeichen von Verantwortung, nicht davon zu laufen und sich auch nicht populistisch sein Fähnchen nach dem Wind zu hängen. Das ist genau nicht meine Vorstellung von Verantwortung. Zu gucken, wie ist die allgemeine Stimmung und jetzt schauen wir mal, dass wir politisch korrekt oder geschickt genau das machen, was die Mehrheit haben möchte. Wobei ich eindeutig der Meinung bin, das ist nicht die Mehrheit, die sich hier zu Wort meldet in den letzten Wochen. Ja. Ich habe heute Nacht einen sehr interessanten Artikel im Internet gelesen von einem Redakteur, der schreibt, wenn sich 80 Menschen vor die Arena stellen und für Fleming demonstrieren, heißt das ja im Umkehrschluss die ganz große Mehrheit nicht. Wenn wir 6.700 Besucher haben in der Halle und nur 80 demonstrieren für Fleming und in Bamberg gibt es wahrscheinlich noch mehr Fans in der Bevölkerung als nur unsere Besucher in der Halle, dann ist es eigentlich ein Zeichen dafür, dass man schon mal die Kirche im Dorf lassen muss, wenn man über die öffentliche Stimmung spricht. Ich meine, dass die öffentliche Stimmung nämlich nicht repräsentativ wiedergegeben wird durch einzelne Personen, die sich da offen oder anonym in den sozialen Medien zu Wort melden und hier Stimmung machen. Also wir können hoffen ein bisschen, aber wir sollten nüchtern bleiben. Anton Gavel ist auch hoch demotiviert von dem Verlauf dieser Saison. Ich habe mit ihm während dieser Feier für Herrn Goldsberry und Casey Jacobson gesprochen. Er hat natürlich mitbekommen, wie er in dieser weitgehend unkoordinierten und demotivierten Truppe häufig der Einzige ist, der Herzblut zeigt. Und es frustriert einen natürlich schon, wenn man sozusagen alleine
die Kartoffeln aus dem Feuer holen soll. Und dass es zum Schluss auch nicht ausgereicht hat, das alleine zu drehen, hat wahrscheinlich dazu geführt, dass er auch in den letzten Spielen dann nicht mehr sehr, sehr kämpferisch gewirkt hat. Das alles wird nicht dazu beitragen, ihn für Bamberg zu halten. Andererseits habe ich ihm auch vorgeschlagen, wenn er bei uns bleiben würde, würden wir ihn gerne mit einbinden, aktiv um ihn herum ein neues Team zu formen und ähnliche Dinge. Aber er hat mir gesagt, für ihn ist eigentlich die ganze Situation noch so frisch, dass er das noch gar nicht verarbeitet hat. Der war also noch im Kopf eigentlich nach dem Playoff-Viertelfinale noch im Weiterspielen, und dass das jetzt so plötzlich zu Ende ist, das hat er noch gar nicht ganz verarbeitet. Und deswegen hat er sich auch damit, wie es weitergeht, noch nicht befasst, weil er wollte das eigentlich zu einem späteren Zeitpunkt tun. Jetzt kann man hoffen, dass ihn das vielleicht reizt, eine tragende Rolle beim Aufbau der Mannschaft zu übernehmen, was ich ihm angeboten habe. Aber ich meine auch, und ich weiß, es gibt eine ganze Menge andere Aspekte für ihn, die man respektieren muss. Der Druck ist natürlich jetzt, dass das gut losgeht, enorm groß. Und wenn Sie schon auch das erste Spiel, nehmen Sie gleich noch das erste Viertel vielleicht, ja, erwarten, dass da jetzt alles bestens läuft, dann hat uns der liebe Gott am meisten geholfen, würde ich sagen. Aber das kann man sich nicht bestimmen. Gerade die Zusammensetzung jetzt eines völlig neuen Teams erfordert ja logischerweise eine gewisse Anlaufphase. Auch im neuen Trainer muss man eine gewisse Chance geben. Also daran kann ich nur bitten. Aber diese Konstellation allein mit dem neuen Team wäre ja sowieso ein Riesenproblem gewesen, da an sofort wieder zum sportlichen Erfolg zu kommen. Man muss nur eines machen. Man muss sagen, wir sind an einem Tiefpunkt. Es hat bei uns in Aufsteigern auch nicht mehr Respekt, der gegen uns spielt. Wir sind am absolut sportlichen Tiefpunkt in der BBL angelangt. Und vor dem Hintergrund bitte ich, dass wir die neue Saison betrachten. Und es sollte uns doch gelingen, dass wir da ein Stück nach vorne kommen. Aber wir werden nicht sofort wieder deutscher Meister. Und eins muss man ja auch sagen, ich meine, die Latte hängt inzwischen sehr viel höher. Das Niveau in der Bundesliga hat sich, ich begrüße das, deutlich erhöht. Und es hat uns aber auch gleichzeitig in der Saison gezeigt, wo wir dann stehen, wenn das Gesamtniveau so nach oben geht. Also es wird nicht leichter und es wird überhaupt nur funktionieren, wieder, dass Bamberg den Anschluss behält oder sogar um die Spitze mitspielt, wenn alle an einem Strang ziehen. Dass die Entscheidung nicht leicht gefallen ist, das ist doch gar keine Frage. Eben gerade vor dem Hintergrund, dass ich Chris Fleming menschlich sehr schätze. Er hat mich ja noch vor kurzem auch zu Hause besucht und wir haben uns sehr, sehr offen und sehr, sehr fair, glaube ich, miteinander unterhalten. Ich wünsche ihm, dass er möglichst schnell wieder eine Position findet, die ihn befriedigt. Wie gesagt, das ist eigentlich der normale Zustand, dass ein Trainer, der mit einer bestimmten Mannschaft nach einer gewissen Zeit einfach nicht mehr glücklich arbeiten kann, unter neuen Konstellationen wieder Erfolg hat. Das wünsche ich ihm möglichst schnell. Auf der anderen Seite muss ich sagen, habe ich die öffentlichen Aktivitäten insofern verstanden zu seinen Gunsten, weil er eben menschlich ein sehr angenehmer Mann ist. Dass es sachlich zum Schluss nicht mehr funktioniert hat, wird wohl auch der größte Teil seiner Anhänger akzeptieren müssen. Wir hoffen, dass natürlich die richtige Entscheidung war. Das weiß man auch erst hinterher, aber wir konnten uns nicht vor der Verantwortung drücken, eine solche zu treffen.